Okay. Oh gosh, I just tried singing a song. I really like this song, El Hacha, and I've been listening to it for 15 years now. And I tried singing yesterday, and I thought it came out good, so I tried recording it today. And oh gosh, I got a horrible piece of shit. But I'm gonna keep practicing and get it better. And because I just spent 2 hours trying to record that, and before I tried to record that for 2 hours, I think, or 3 hours, before I tried to do that, I stuck on chat. So I feel like I didn't get anything productive done today. So I'll do something I'm good at, or I feel I'm relatively good at, which is pronunciation, and that will recover my self-esteem. All right. So this link, I got it from the person who I met on HelloTalk to learn German, and I realized, my pronunciation is still alive. It's pretty well alive. So these are children's stories. I remember after college, I was trying to get more reading materials, and I try reading German newspapers like Die Welt and Wikipedia, and both were super hardcore sources. And yeah, so something simple is what I need. I think Chatlog is very very helpful because I'm chatting in it. I know what the context is, and I'm kind of expecting what's gonna come out and the response. So that's helpful. A short. And so forth. What else could be helpful? Maybe I should try the same thing that I'm doing with Korean, which is grabbing some German TV drama. Do they exist? German TV drama, and hopefully getting a hold of the script. Ah, oh, but Germany probably has better copyright protection than Korea, so I don't think I can get the script. But something where I have a listening, something I can listen and also watch to help me understand. And then read it. That would be perfect. But I don't know what there could be. But in the meantime, I'm gonna learn children's stories, bedtime children's stories. So just start from the top. It says, "Die Bremer Stadtmusikanten," and I have no idea what it means. Stadtmusikanten, like state musician. Town musicians. Okay, that makes sense. So like the músicos ambulantes, no? All right. Okay. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, so dass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der jappte wie einer. Oops, where did I move this? Here? Okay. There. There. Good. Where am I? Der jagte wie einer, der sich müde gelaufen hat. Nun, was jagst du so, Packen? Fragte der Esel. Ach, sagte der Hund, weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr wollen totschlagen. Da habe ich Reißaus genommen,
Aber womit soll ich nun mein Brot verdienen? I think esso, which is tangnagi, I think, because it says ass. So I'm guessing it's tangnagi. Hund is dog. So I think the dog and the tangnagi, what's tangnagi? They're having a conversation, and the dog is saying something like, "Oh, I'm so old and not so useful," something like that. All right, Ferdinand. So he f lost his brother? No, brot, bread. So how will I earn my bread? What am I gonna do for a living? It says the old dog. Weißt du das? Sprach der Esel. Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauken. Der Hund war zufrieden und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an dem Weg und macht ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Nun, was ist dir in die Quere gekommen? Alter Bartputzer, sprach der Esel. Wer kann da lustig sein, wenn's einem an der Kragen geht? Antwortete die Katze, weil ich nun zu Jahren komme, meine Sinne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herumjagen, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich hin? Geh mit uns nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du ein Stadtmusikant werden. So, I think the dog talked to other animals. Ka the cat, Katze. There's a rat somewhere, I think. And they're having a conversation about how to become a town musician, I think. Die Katze hielt das für gut und ging mit. Darauf kamen die 3 Landesfluchtigen an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. Du schreist einem durch Mark und Bein, sprach der Esel. Was hast du vor? Da habe ich gut Wetter prophezeit, sprach der Hahn, weil unsere lieben Frauentag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will. Aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, sie wollte mich morgen in der Suppe essen und das soll ich mir heut Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solange ich kann. I have no idea. What is hen? The cock. Okay, more animals. Ei was, du Rotkopf, sagte der Esel. Sieh lieber mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme. Und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben. Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen. Und sie gingen alle 4 zusammen fort. Oh my God, I'm only at one third. Okay, let's keep going. It's not that hard. They're going together. I think the Esel is getting more and more friend animals who will together make up this animal town musician band, Stadtmusikant band, Gruppe.
Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum, die Katze und der Hahn machten sich in die Äste, der Hahn aber flog bis an die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Winden um, da deutete ihm, er sähe in der Ferne ein Fünkchen brennen und rief seinen Gesellen zu, er müsste nicht gar weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht. Scheine ein Licht, I think it's like a light shined, right? Sprach der Esel. So müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht. Schlecht ist bad. Herberge, what is that? So here, the hostel is bad, so we need to do something. Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch dran täten ihm auch gut. Also machten sie sich auf den Weg nach Gerend, wo das Licht war, und sahen es bald heller schimmern, und es ward immer größer, bis sie vor ein helles, erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als er größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. »Was siehst du, Grauschimmel?« fragte der Hahn. »Was ich sehe«, antwortete der Esel, »einen gedeckten Tisch mit schönen Essen und Trinken, und Räuber sitzen daran und lassen sich wohl sein.« »Das wäre was für uns«, sprach der Hahn. »Ja, ja, ach, wären wir da«, sagte der Esel. Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen müssten, um die Räuber hinauszujagen und fanden endlich ein Mittel. Der Esel musste sich mit dem Fohn vor der Füßen auf der Fenster stellen, der Hund auf des Essels Rücken springen. Why is there so few paragraph breaks? God, come on, why is it so long? But where am I? Springen, die Katze auf den Hund klettern, und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. I think I'm gonna take a break after every sentence. Wie das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen insgesamt an, ihre Musik zu machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Oh, this is very easy. Der Esel schrie. Der Hund bellte. Die Katze miaute. Miau. Und der Hahn krähte. Hahn? Was war die Hahn? Oh, der Kopf. Krähte. Okay, dann stürzten die durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber führen bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe. Meinten nicht anders, als das Gespenst käme herein und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzen sich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem Vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen nach Herzenslust. Ah, it's not over. Okay, I think I'm gonna take a break here. I've been talking for 14 minutes. This is good. How do I record? Oh, I'm gonna watch the video and know that I stopped right here. I'm gonna continue another day with wie die vier Spielleute fertig waren. Löschten sie das? Okay, that's how I'm gonna continue. Okay.